Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Chicky Boing, das ist Minimito. Und ich widme mich wieder einer täglichen Herausforderung. Und oh, ja, Paris. Paris, Paris, Paris. 4232. Oh mein Gott. Ich bin gespannt. Wo ist mein Zeitdings? Da. So, erstmal hier hochstapeln. Fahren wir in eine Runde. Ernsthaft. Oh, nee, das wollte ich nicht. So, aber. Fahr mal andersrum. Das sieht doch schön aus. So könnte es bleiben, für immer und ewig. Eine Lok und ein Waggon. Schieb mal einen hinterher. Und am besten noch einen? Oder? Nö, lassen wir mal so. Oder? Na komm. Wir haben sogar noch einen Tunnel. Noch geht's. Wie immer am Anfang. Da geht's immer. Jetzt brauchen wir nur noch 4000 und dann haben wir einen Highscore. Umsteigebahnhöfe. Oder Waggon. So viele Umsteigebahnhöfe werden wir nicht bekommen, oder? Aber auch nicht so viele Waggons. Ich bleib mal beim Waggon. Den setzen wir direkt hier ein. Und jetzt wird's voll. Oh, Maximum erreicht. Aber noch geht's. Also noch können wir sie abfrühstücken. Und noch keinen Gebrauch von den anderen Bahnstrecken machen. Die Spawnrate hat sich schon erhöht von. Jetzt ist hier nämlich keiner und hier sind alle. Da wird schon voll. Okay. So, liebe Freunde, das heißt, hier brauche ich ein neues Bahnstreckchen. Wie wäre es denn, wenn wir die so verbinden? Macht das Sinn und dann den raus? Oder so? Ich weiß nicht, ich teste es mal. Voll. Lock. Und ich nehme die jetzt mal den Umsteigerbahnhof.
Die ist direkt gekommen und hat sofort einen Fahrgast gehabt. Hammer. Ich nehme die hier raus. Dann nehme ich jetzt die hier raus. Ein bisschen verschlanken. Ja, Moment mal, dann machen wir das so. Und die hier weg. Ja. Oh mein Gott, ein Extrablatt. Die ist auch scheiße platziert, ne? Waggon und der kriegt da. So. Da können wir die noch einsetzen? Hier auf der Strecke vielleicht? Da geht ja. Nee, da geht ja eh nichts mehr. Da geht auch nichts. Möchte ich, glaube ich, überhaupt nirgends einsetzen. So, wird das hier mitgenommen? Wäre schön. Ja, sehr gut. Wie wär's denn mit über 1000? Über 1000 ist jetzt erstmal unser Minimumziel. Oh, ganz viele ploppen jetzt hier auf. Lok, Waggon, Pause. Ich habe noch einen Tunnel. Einen Tunnel. Und die kann ich nicht bedienen mit denen hier. So gar nicht. Könnte ich noch eine unterstützende Strecke bauen, indem ich sage, okay, fahr du mal die Strecken ab. So als Unterstützung. Habe ich damit alle Extras drin? Nee, das da unten nicht. Okay, aber... Noch ein Dreieck. Dreieck. Kreis und drüber. Verworren, aber vielleicht funktioniert's. So, hier ist schon mal Schicht im Schacht. So ein paar Tunnel würde ich nächstes Mal nehmen wollen. Ich streiche mal den hier raus. Keine Bahnstrecken mehr. Hier wird's voll, zu voll. Oh. Ja, blöd. Ah, Gott sei Dank. Tunnel. Die nehmen wir raus. Die ist, glaube ich, hier hinten ist auch zu weit, oder? Na, okay, geht noch.
So, brauchen wir noch eine blaue Unterstützung? Gerade nicht. Wäre mir lieb, wenn ich hier noch eins bauen könnte, und wäre mir sehr lieb, wenn am Sonntag jetzt noch eine weitere Bahnstrecke dazu kommt. Und noch ein Special. Die nehmen wir auch noch mit rein. Sehr komplex, diese eine. Eine Bahnlinie, okay. Also die hier ist sehr verworren. Am liebsten würde ich die neu zeichnen. Ich zeichne die jetzt auch neu. So, nämlich machen wir das. Und dann nehme ich noch eine weitere Bahnstrecke mit rein. Die fährt dann nämlich die Strecke. Okay, das ist jetzt suboptimal, aber wenn ich jetzt den dahin setze mit einem Waggon. Wo ist der Waggon? Der Waggon ist jetzt hier. Ja, nee, das war nix. Satz mit X, das war ja nichts. Sorry. Okay, ich muss hier was rausnehmen. Bisschen Belastung weg. Was ist das hier? Ein Grafikfehler vielleicht. Boah, so viele Kreise. Hier nimmt keiner was mit. Doch, danke. Okay, hier Überlastung auf den Strecken. Können wir noch einen Waggon dranhängen eigentlich? Gelbe Strecke ist ein Arbeitstier. Hier wird's eng. Hier wird's sehr eng. Hier wird's zu eng. Nimmt keiner mit. Es nimmt keiner mit. Und das ist übel hoch 10. Ja, und auch das ist schlecht. Da komme ich nicht rüber. Lok, Tunnel, Pause. Okay. Die müssen wir so abfrühstücken. Wo ist es jetzt zu eng? Hier. Könnte klappen. Nehmt doch mal was mit von hier. Mein Gott. So. Die geht gar nicht mehr. Dann nimmt da was mit. Alles klar. Hier, das funktioniert auch. Was ist da? Okay.
Das kriegen wir so nicht geregelt. Ich muss die hier andersrum setzen. Vielleicht sogar noch anders, nämlich wo ist er denn? Komm schon. Ach so, jetzt fährt sie da. Ach, ich weiß, was ich denn. Jetzt sind hier drei. Noch ein Kreis. Oh. Wir haben ja gar nicht gesehen. Die wird jetzt ähnlich komplex wie die gelbe. Da blickt ja keiner mehr durch. 1000 haben wir schon längst erledigt. Jetzt sind wir gleich bei 2000. Es freut mir. Mal die Strecke hier raus. Was passiert hier jetzt? Kommt da jemand? Wo ist hier noch was? Da ist brennt's gerade. Hier brennt's. Boah, Lok. Lock, lock, lock. Ich habe eh keine weitere. Ich setze den jetzt mal nach hier unten. Waggönchen. Boah. Okay, den wieder raus. Worum wäre jetzt schlau nach unten hin, ne? Aber hier ist auch voll, ist es voll, die Strecke. Kann ich nur hoffen, dass der was mitnimmt. Jawohl, okay. Ich bin recht zufrieden mit dem Aufbau. Was haben wir hier jetzt? Ein kleines Armageddon. Okay. Wo haben wir denn überhaupt den? Ach, da ist das Plus. Warum nimmt er denn die Pluszeichen mit? Wohin? Dahin? Aha. Ach, die ist zu groß. Die ist viel zu groß, die Strecke. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht. Vielleicht nimmt das ein bisschen den Druck raus. Ich hoffe, es reicht noch. Weil da wird jetzt nichts mitgenommen. Hier schon, aber das kann er alleine nicht machen. Rettung naht, hoffentlich. Ich
packe hier nochmal einen dritten Waggon rein und hier packe ich auch nochmal was hin. Ich nehme jetzt hier das Plus mit. So. Kann ja nicht sein. Also. Die gelben zacken sich jetzt, wer was mitnehmen darf. Hier ist auch nicht. Ja, keine Ahnung. Okay, hat funktioniert. Nehmen jetzt den Kreis hier weg. Schaffen wir das noch? Schaffen wir das noch? Komm, wenigstens ein bisschen mitnehmen. Ne, er nimmt nichts mit. Nichts. Vielleicht der Dreier. Na los! Nein, er fährt vorbei! Oh, 2719 Fahrgäste. Das ist für mich ein neuer Rekord, glaube ich. Schade. Wo sind wir denn gelandet? Obere 15%. Ach, Rang 157. Verdammt. Na, ist aber gut gelaufen. Ich bin doch recht zufrieden. Soll ich mir nochmal ein bisschen was angucken? Nö. Schade. Mike Sokkon. Flavian.gilk. Ja, okay. Horst Dickhead ist auch wieder dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal bei Minimetro oder bei einem anderen Let's Play. Egal, schaltet ein. Tschüss.